Damit ein Hello there und herzlich willkommen zu diesem Hand-Showdown-Developer-Update-Inside-Reaction-Discussion-Talk-Video. Ich weiß immer noch nicht, wie ich dieses Video nennen soll. Es sind eigentlich Reactions, aber auch Discussions. Ist auch völlig egal. Heute geht es um das Prestige-System und noch ein paar weitere Sachen. Und ich habe das Video tatsächlich schon angeschaut. Heute wird ein bisschen Kritik geäußert. Kann ich euch schon mal versprechen. Wir gehen einfach mal direkt hier rein. Das Video geht auch nur 4 Minuten 20. Jetzt, nachdem ich auch schon weiß, was so kommt, kann ich auch besser die Kritik äußern. Es gibt auch Sachen, die gut sind, sogar sehr nice sind, aber wir gehen einfach mal rein. Ich mache die Untertitel an und wir schauen mal, was uns der gute David zu sagen hat. Hi, I'm David Fifield, the General Manager for the Hunt franchise. Oh, we're back to talk more about the new Hunter recruitment and how we are reclassifying legendary cosmetic skins into a rarity system based on visual complexity, prices, and acquisition. We also have details about changes to weapon progression, custom ammo, and some specifics about new rewards being added to the prestige progression. Klingt ja alles an sich schon mal gut. As mentioned in our previous video, we are unifying our hunter recruitment systems. Part of this change means no longer differentiating between Tier 2, Tier 3, and Legendary Hunters. They are all now referred to simply as Hunters, and have been assigned rarities based on the method of acquiring them and their visual styling. Also, ganz kurz für die, das wussten wir schon, aber hier ist nochmal gesagt, aber auch ganz kurz für die, die es vielleicht noch nicht wussten. Zukünftig wird es keine Legendary Hunter mehr an sich geben. Es gibt nur Legendary Hunter, aber an sich wird es jetzt nur noch Free Hunter geben. Das sind dann die Hunter quasi, wie wir sie auch jetzt kennen, bloß dass es nur noch die Free Hunter sind und die haben auch random generated Namen. Dazu gibt es aber dann keine Tier 2 und Tier 3 Hunter mehr, die man sich für Geld kaufen kann, die einen random Namen haben und halt einen dieser Skins, die man halt kennt und halt irgendwie Equipment haben, sondern es gibt jetzt nur noch, wie vorher die Legendaries oder wie sie momentan noch sind, die Legendaries, einfach nackte Hunter für $100 mit 3 Trades plus halt Upgrade-Points, je nachdem, also dasselbe System, was wir jetzt haben für Legendary Hunter, wird ausgeweitet. Soweit so gut, hat Vor- und Nachteile, dazu kommen wir jetzt auch gleich. We are now assigning rarity levels and color coding to all cosmetic skins. Cosmetic rarities are defined by degree of the variation from the default item model, theming, and exclusivity ranging from common to mythic. Skins available for sale via Blood Bonds are also being price adjusted according to rarity, with some of the more basic looking skins receiving discounts. Also so ist es, es gibt immer verschiedene Realitäten des Skins, das kennen wir schon von den Weapon Charms. Ist jetzt nicht so spannend für uns an sich, eigentlich ändert es gar nichts, bis auf die Tatsache, dass auch die Preise angepasst werden. Mit blauem Hintergrund sind Rare Skins, lila ist Epic und grün ist Uncommon. Uncommon ungewöhnlich, ne? Und danach kommt Rare, also selten, danach kommt Epic. Und diese Skins, man sieht auch hier, die kostet 300. Ich weiß gerade leider nicht mehr, wie viel die Night Acolyte an sich kostet. Vielleicht blende ich sie ein. Die kostet an sich 300 und hat jetzt einen 20% Discount. Ich weiß nicht, ob der jetzt durchgehend ist. Der Carcass Gunner kostet 400, deswegen schätze ich mal, dass die beiden auch 400 kosten. Relativ billig. Ich glaube, die sind jetzt auch billiger, als sie momentan sind, aber ich weiß es nicht. Ich versuche vielleicht die Bloodbond-Preise rauszufinden und blende sie hier euch ein, dann wisst ihr selber, ob sie jetzt billiger sind oder teurer geworden sind. Mal schauen, was das für die Zukunft bedeutet. Ich hoffe mal, dass mehr Uncommon und Rare Skins kommen, weil ich finde die auch sehr cool. Und wenn die dafür dann billiger sind, ist es auf jeden Fall nice. Aber hier bin ich ein bisschen skeptisch, muss ich sagen, weil man kriegt nicht mehr so viele Bloodbonds nur durch reine Spielen. Es ist an sich schon nicht mehr so einfach wie früher, Bloodbond-Skins zu kriegen, ohne dass man Geld bezahlen muss. Ich weiß nicht, ob das jetzt darauf hinauslaufen wird, dass man noch mehr Geld zahlt oder weniger Geld zahlt, wenn man neuer Spieler ist. Ist okay, je nachdem. Ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht bei Twitch-Drops oder bei anderen Belohnungen, Challenges, irgendwas, was in Zukunft kommen wird, es auch sowas geben wird, wie von wegen, dass man einen zufälligen, seltenen Hunter-Skin bekommt. Dadurch nicht mehr Legendary und das heißt irgendeinen von den, wie viele haben wir, steht es hier? Nicht, steht nicht da. Es sind über 100 auf jeden Fall. Wir bekommen nicht mehr irgendeinen dieser 100 Skins, sondern irgendeinen von diesen, keine Ahnung, was sind das dann, sagen wir, ein Dutzend Rare-Skins. Na, schauen, was da so kommen wird. Ich bin ein bisschen skeptisch, weil wir an sich haben nichts davon, dass ich jetzt einen Legendary Hunter spiele oder einen Epic Hunter oder einen Rare Hunter. Das ist mir scheißegal, also das juckt mich nicht. Aber okay, mal schauen, was sie damit machen. According to rarity, with some of the more basic-looking skins receiving discounts. Our intention is to help better reflect the actual visual quality and scarcity of all cosmetics. Ich weiß nicht mehr, was das überhaupt bedeuten soll, um ehrlich zu sein. To better reflect the actual visual quality and scarcity of our cosmetics. Alter, das. Also, das klingt für mich nach Company Talk. Ich weiß nicht, was genau das bedeuten soll. Es
klingt für mich nach, ja, wir machen das deswegen, aber nur um irgendeinen Grund zu haben. Ich glaube, eigentlich geht es eher um was, eher so ums Wirtschaftliche. Deswegen sage ich auch mal schauen, was in Zukunft kommen wird. Ich habe die Befürchtung, dass wir in Zukunft eher mehr für Bloodborne-Skins zahlen werden. Ich denke schon, ob sie jetzt auch Waffen eigentlich anwenden werden. Das könnte ja auch sein, mal schauen. Diese Begründung hier, die klingt für mich wirklich nach, also das, was soll das bedeuten? Ich sehe doch, ob mir ein Hunter gefällt oder nicht. Es ist doch scheißegal, ob der selten ist oder nicht. Ich meine, was heißt überhaupt selten hier im Kontext? Das Spiel ist 6 Jahre alt. So gut wie jeder hat, keine Ahnung, Caden von mir aus. Das ist ein DLC-Hunter. Vor allem, ja genau, das ist auch ein DLC-Hunter. Was ist mit DLCs? Das habe ich vorhin ganz vergessen. Was ist mit DLCs? DLCs kosten alle gleich. Diese Skin-Packs mit Hunter und 2 bis 3 Waffen oder Tools kosten alle 10 Euro, glaube ich. Was kommt ihr mir jetzt mit Rarität? Die müssten eigentlich auch angepasst werden vom Preis, wenn man das so sieht. Ich bin ja gerade vielleicht ein bisschen sehr negativ, aber ich habe ein bisschen Angst, was hier passieren wird. Mich betrifft das nicht so ganz, weil ich habe sehr viele Bloodborne-Skins und ich bin auch zufrieden mit den Skins, die ich habe. Wenn ich jetzt keine mehr kaufen könnte, weil ich kaufe mir keine Bloodborns mit Echtgeld. Ich kaufe nur DCs, aber Bloodborns kaufe ich nicht. Deswegen, wenn ich mir dann keine mehr kaufen kann, weil die zu teuer sind, dann ist es so. Aber neue Spieler, also wenn ich jetzt Hand starten würde, boah, war früher geiler zu starten. In dieser Grund hier, weiß ich nicht, Crytek. Weiß ich nicht. Ich bin gespannt, was ihr vorhabt. 19 Hunters can now be unlocked via Bloodline and Prestige Progression. 10 such Hunters are earned in the Bloodline over your first 100 ranks, and 9 Hunters are reserved for Prestige Rewards. These hunters are no longer named randomly, but are defined characters with set identities and backstories. All unlocked hunters are recruited in the same way, a fixed cost of 100 hunt dollars each, with a randomized set of 3 traits and no predefined equipment. Once unlocked, all hunters remain recruitable, regardless of new prestige progression. So, wir haben jetzt ein bisschen viel. Fangen wir hier direkt an. Insgesamt wird es nun 19 Hunter geben, die man durch Bloodline und Prestige Leveln bekommen kann. Sobald man die einmal freigeschaltet hat, bleiben die auch. Hier ist jetzt folgendes Problem. Also, wir haben hier einmal den guten Otis Blackwell, neue Skin, komplett neu, sieht cool aus, mag ich sehr, finde ich sehr geil. Ist auch, glaube ich, ein Bloodline-Skin, weil hier steht nichts von wegen Prestige. Dann haben wir hier als zweites den guten Ambrose Hazen, Rookie. Rookie kommt gleich. Ich denke mal ein White Shirt. Okay, ja. Den habe ich halt vorher immer so gespielt, also den kann ich mir jetzt holen als ein Free Hunter oder als ein Tier 1 Hunter. Für den zahle ich $100 oder ich kriege einen anderen White Shirt und im Grunde sehen die beide gleich kacke aus. Das sind halt einfach White Shirts. Mein Gott, was willst du? Was erwartest du? Jetzt kommen wir aber zu einem Prestige. Und hier habe ich die größte Kritik, denn Prestige 1, wir sehen Jesse Buchanan? Buchanan? Ist auch egal. Auf jeden Fall haben wir hier einen Hunter. Prestige 1. Was ist mit dem Random Legendary Unlock, den man eigentlich bei Prestige 1 bekommt? Ist der jetzt weg? Kriege ich jetzt nur diesen Hunter, diesen Tier 2 Hunter, den ich vorher for free hatte, so gesehen, für den ich $100 bezahlt habe? Prestige 3. Laura Gottschalk Rookie. Ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt Tier 2 oder Tier 1 ist. Random Ass Hunter für Prestige 3, wo ich vorher einen Random Legendary Skin bekommen habe. Egal was. Gibt's den noch? Ist die zusätzlich oder hat es ersetzt? Ich glaube ersetzt. Und davon gibt es halt auch noch mehr. Wir haben jetzt hier 8 Hunter. Das sind keine Free Hunter. Das heißt, diese Hunter, das sind wahrscheinlich 8 von diesen 19 Huntern, die man durch das bloße Spielen sozusagen bekommt. Von diesen 8 Huntern sind 6 White Shirt, beziehungsweise ein Red Shirt mit Hut. Bekomme ich jetzt 6-mal weniger einen Random Legendary Skin durch Prestigen? Oder wie funktioniert das jetzt genau? Wenn ich mir jetzt aussuchen könnte, irgendeinen White Shirt zu kriegen, oder, keine Ahnung, theoretisch die 2 Bone Doctor Skins, die man bekommen kann, theoretisch, wo ich für 2000 Bloodborne zahle, für wirklich Legendary Hunters, ja, ich glaube, ich weiß, was ich nehmen würde, finde ich nicht so geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn es wirklich bedeutet, dass mir Random Legendaries verwehrt werden auf diesem Prestige-Level, weil die auf 1, wir wissen ja, dass auf 1 und auf 3 welche sind, da kriegt man eigentlich Randoms. Jetzt kriege ich White Shirts und Red Shirts. Weiß ich nicht. So, die Sache ist allerdings, die Rookies sind aber auch besonders. In future updates, some of these hunters, which are designated as rookies, will have their own addition. Hier ist es nämlich. Die Rookies bekommen weitere Varianten. Survivor-Variante hier, Veteran-Variante. Hier wieder Survivor und Veteran. Das sind alle, die sie gezeigt haben. So, jetzt ist hier die Sache.
Wie genau wird das funktionieren? Benutze ich jetzt dieses White Shirt Girl, nutze ich sie hier und extracte mit einem Bounty und danach habe ich dann sie hier? Oder muss ich dieses White Shirt Girl benutzen und, keine Ahnung, 50 Headshots machen und dann bekomme ich die? Oder muss ich 50 Bounties extracten? Muss ich so und so viel Bounty sammeln? Es ist ja sogar noch Work in Progress, das heißt, ab 15. August haben wir das nicht mal. Bedeutet, wenn man ab 15. August anfängt zu spielen oder an sich noch nicht Prestige hat und du Prestige bekommst irgendwelche White Shirts und es bleiben auch White Shirts. Also das ist irgendwie schon weird, dass das noch nicht gleich mit dabei ist, aber dann bekomme ich diese Skins hier, irgendwie, wie auch immer es sein wird, aber will ich diese Skins lieber haben als einen random Legendary Skin? Auch wenn ich die hier verdammt cool finde, ich finde die extremst cool, die gibt es so nicht im Game, den gibt es genauso im Game, den konnte ich vorher einfach kaufen als T3. Die gab es vorher so nicht, okay, ist aber an sich auch nur ein T3. Verstehe mich nicht falsch, ich finde die beiden cool, aber nicht so cool, dass sie mir Legend potenzielle 2000 Bloodbond-Skins verwehren. Oder 1000. Oder allein seien es durch 800 Bloodbond-Skins. Wir haben die Preise gesehen. Legendary Hunters kosten 1900, 800 Bloodbonds. Die hätte ich vielleicht bekommen. Klar, kann auch sein, dass ich das Spyglass kriege für 200 Bloodbonds. Ne? Oder Wurfmesser. Aber lieber kriege ich die. Wenn die zusätzlich sind zu diesen random Belohnungen, ist sehr geil. Dann feiere ich sehr. Wenn nicht, ziemlich, ziemlich scheiße. Feiere ich dann gar nicht. Vor allem, weil wir wissen, 1 und 3 werden ersetzt. Also, im Sinne von, da sind diese Rookie Hunter, wo es vorher Random Legendaries gab. Wir kriegen momentan bis Prestige 90 insgesamt 15 Random Legendaries. Bei ein paar Prestige Leveln gibt es bestimmte Legendaries, 15, 25, 50 und 100. Das ist auch okay so. Von 1 bis 9, abgesehen von 5, bekomme ich einen Random Legendary Hunter. Und dann immer in 10er Schritten, abgesehen halt eben von 10, 50 und 100. Insgesamt 15. Wie viele bekomme ich jetzt noch? Oder kriege ich jetzt an anderen Stellen diese Random Legendary Skins? Weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Von weil es die Hunter ja schon gibt. Es wird quasi mit bestehendem Content versucht, irgendwie Belohnungen zu erzeugen. Aber das hatten wir ja vorher schon. Es ist ja nicht mehr was komplett Neues. Auch wenn die hier ziemlich neu ist und ich die cool finde, der hier ist gar nicht neu. Der sieht genauso aus wie vorher. Vielleicht ein bisschen angepasst, aber an sich sieht der genauso aus wie vorher. Das ist irgendwie Recyceln von bestehenden Sachen und die macht man zu Belohnungen. Und das finde ich echt einen weirden Move. Wenn sie zusätzlich sind zu den random Belohnungen, habe ich nichts gesagt, dann ist alles in Ordnung. Und wie gesagt, wir wissen, wir haben keine Ahnung, wie wir diese besseren Varianten bekommen, dass sie nicht direkt ab dem Patch dann da sind, finde ich auch echt komisch. Also, weiß ich nicht. Ich hoffe mal, dass die dann bald kommen, weil für die Leute, die das Spiel dann anfangen und dann fucking White Shirts bekommen als Prestige-Belohnungen, die müssen sich auch verarscht vorkommen. Aber ja, komischer Move. Mal schauen. Randomly named free hunters are still available, but with limited immer noch schrecklicher Screen. Schrecklich. Massives Downgrade. Die habe ich vorher alle vier auf einen Schlag gesehen, was sie haben. Super, super übersichtlich, war vorher viel besser. Der Screen ist ein massives Downgrade. Contraband equipment and a single trait assigned. They come with a variety of basic weapons. Und hier wirklich, mich triggert das so hart. Warum sieht das so aus? Warum ist das Loadout so winzig? Warum ist dieses Loadout überhaupt in einer schwarzen Box? Mann, da ist eine große Box mit ganz vielen kleinen Boxen drin. Es sind alles Boxen. Das kennen wir ja schon von dem Hand Showdown, von der Showdown UI, dass alles Boxen sind. Aber warum brauche ich meine ganz vielen kleinen Boxen nochmal in einer großen Box? Was doch wie hier links? Die Trades. Oder in einem anderen Screen sieht es so genauso aus, wie es eigentlich aussehen sollte. Der Screen ist auch einfach nur ass. Ist einfach nicht gut. Ist einfach ein Downgrade. Ich sehe jetzt dafür richtig riesig, wie die Hunter aussehen. Ich meine, da gibt es ja das Grid View, das sieht man hier unten. Da sieht man das Loadout, glaube ich, nicht mehr. Ich weiß nicht, wie das aussieht. Das haben sie ja noch nicht gezeigt, wie das da aussieht. Mit diesen Hunter. Man kennt nur das Grid View von den normalen Huntern. Die $100 eben, ohne Equipment. Das hier sieht einfach nur scheiße aus. An essential equipment. Their limited loadouts can be. Und der Screen ist das Schlimmste von allen. Das ist das größte Downgrade, das ich je gesehen habe. Das sind die Saved Loadouts. Die Saved Loadouts, wo man vorher untereinander alle 10 Loadouts gesehen hat. Man sieht doch alle 10, oder? Ich glaube nicht, dass man das scrollen muss. Selbst wenn. Es sind 10 Loadouts, die ich auf einen Schlag sehe mit Namen. Und die Namen sind ja wichtig. Ich weiß ja, was da drin ist. Und jetzt habe ich 3 Drittel Loadouts sehe ich jetzt hier. Und dann auch noch so Kacke hier hingemacht. Übrigens, aber ein schön, Rackshot ist das lila. Das ist schön. Das Icon ist jetzt hübscher. Das passt ganz gut, weil ich habe hier einen Reddit-User hat diesen Screen genommen und den einfach mal angepasst. Und jetzt gebt euch mal das hier. Ich mache mal kurz meine Cam aus. So könnte es eigentlich aussehen. Das ist vielleicht auch nicht perfekt, aber
Was ist euch lieber? Das hier oder das hier? Ich finde das hier 1000-mal besser. Ich sehe alle meine 10 Loadouts auf einem Bildschirm. Also ich weiß nicht, warum die jetzt auf den Turns sind, dass es nebeneinander sein muss. Ich finde, es sieht einfach nur beschissen aus. Es ist viel zu groß. Das hier ist viel besser. Das ist viel besser. Und man hat immer noch den Hunter groß da. Klar, der muss ein bisschen weiter nach rechts. Das konnte er jetzt natürlich nicht machen in dem Bild. Das ist so viel besser. Das hier ist ein massives Downgrade. Massives Downgrade. Und wird hoffentlich angepasst, weil das ist einfach nicht gut. Auch nicht für Console, Leute. Ich glaube nicht, dass die Konsolenhändler darauf Bock haben. Glaube ich nicht. Printed or replaced as you see fit through Hunt Dollar Purchasing or from your collected inventory. Going forward, custom ammo does not need to be unlocked through weapon experience. It is Das ist geil. Man hat ab jetzt Custom Ammo für alle Waffen direkt freigeschaltet. Richtig big. Prestige ist dadurch so viel angenehmer, weil ich nicht, wenn ich Flashette spielen will, erst noch vorher, oder sagen wir auch Terminus Slugs, weil ich glaube, das ist der letzte Unlock, vorher alles andere flashetten muss, sondern ich kann es einfach direkt spielen. So viel besser. Unglaublich gut. Und auch übrigens, so ganz nebenbei, schöne neue Icons. Gefällt mir auch. Das ist schön. Gefällt mir. Die Nadel, die kennt man jetzt auch hier. Das ist hübsch, auch mit den Farben. Das mag ich. Das finde ich cool. Ja auch, Herr Velo. Sieht cool aus. With our new Action Flyout menu, it is possible to quickly check on unlock progress for each weapon family with a simple right click and selecting progression from the sidebar. Only weapon variants. Also unabhängig davon, was er erzählt, war eigentlich das ist nichts Neues, es wurde uns schon gesagt und man sieht auch nicht mehr als vorher, deswegen okay. Aber wo ist die Uppermat oder die neue Haymaker, wie sie jetzt heißt? Wo ist die? Hier unten ist Limat, die seht ihr jetzt nicht. Das heißt Limat, Limat Carbine, Limat Carbine Marksman, wo ist Uppermat? Die nicht mehr Part der Limat oder was ist los? Kommt die Uppermat vielleicht eigene Varianten? Mal schauen. Aber ist mir auch aufgefallen. Finde ich. The Action Flyout Menu helps. Cooler Hunter. Ich finde sein Bart sieht ein bisschen strange aus. Also irgendwie hat den Bart ja auch nicht. Ich finde, irgendwie sieht das echt komisch aus. Aber hier unten sieht er besser aus. Aber an sich cooler Hunter, wie er aussieht. Gefällt mir. Hier übrigens auch neue Symbole. Aber mich stresst immer noch, wie klein es ist. Out menu helps streamline equipping your hunters, applying your favorite cosmetic skins, and keeping a good overview of your arsenal progress. In addition to the hunters added to prestige, we are reassigning the rewards players could earn. Beides W. Trials werden ja entfernt. Kann man sich drüber streiten. Manche finden es schade, manche sind scheißegal. Ich glaube, den meisten ist scheißegal. Manche freuen sich vielleicht sogar. Deswegen, es gibt für mich auch einen Grund, sich zu freuen, nämlich deswegen. Alle Belohnungen aus den Trials werden ins Prestige-System übernommen. Das ist cool. Man soll es aber auch nicht höher gewichten, als es ist, weil ich meine, das sind Free-Belohnungen, die jetzt weiterhin free bleiben, bloß sind sie ein bisschen anders zu erreichen. Das ist halt immer noch Free-Content, der weiterhin Free-Content bleibt, bloß rutscht er woanders hin, was an sich cool ist. Ich finde es auch sehr gut, dass sie die Bloodbonds beibehalten haben, dass die nicht removed wurden. Ich hoffe mal, die werden noch nicht irgendwie reduziert oder sowas, weil das sind, glaube ich, 800 Bloodbonds oder sowas, die man kriegt. Es sind nicht wenig, man kriegt schon ein paar, wirklich ein paar. Aber an sich ist es auf jeden Fall nice, dass das nicht einfach gelöscht wird oder sowas. Es ist aber eigentlich auch selbstverständlich, dass es bleibt. Was ich mir noch hoffe, als jemand, der 96 Sterne hat, hier, das seht ihr jetzt nicht, aber ne, es gibt 96 Sterne insgesamt, vielleicht irgendeine kleine Kompensation, vielleicht ein Weapon Charm mit dem Stern oder Bloodbonds. Ich würde nicht nein sagen zu Bloodbonds. From Trials to the Prestige Track, including. Hier sieht man, das verstehe ich auch nicht ganz. Also Prestige 5, ne? Das ist die Luciana Lustrum, der Prestige 5 Skin halt, so, ne? Kennen wir. Und man sieht hier Prestige 6, 2000 Hunter, 10% Missions und Random Hunter Skin. Also Prestige 6 hat es wohl noch, anscheinend. Prestige 9 nicht mehr. Prestige 9, und man sieht hier, keine Auswahl. Prestige 9 kriege ich Willa Thomas. Cooler Skin, finde ich cool, auch die kennen wir so nicht, also man kennt das Gesicht, aber nicht die Klamotten, sieht cool aus. Aber da wird mir anscheinend ein Random Hunter, also ein Random Skin verwehrt, der Hunter oder Waffe sein kann, oder Tool, was auch immer, halt Equipment. Ich rutsche es woanders hin, vielleicht? And blood bonds. Könnte This sein. This gives the prestige experience more tangible rewards with a milestone every 5 ranks. Most Milestone every 5 ranks. Also alle 5 Ranks kriegen wir die Belohnung aus den Trials, verstehst du es richtig? Most notably, the mysterious John Victor from the Hunt Tutorial is becoming a playable Hunter Skin and an additional Prestige 100. Und hier ist es ziemlich spannend. John Victor, klar, finde ich richtig geil, dass der kommt. Ich freue mich sehr drüber, deshalb ist es schöner, dass, okay, muss ich wieder Prestige, ich hätte ihn gerne. Prestige 99, Random Hunter or Skin steht jetzt hier. Rutscht tatsächlich was zur Prestige 99? Wird es wirklich, also werden diese 15 random Sachen, die wir, diese 15 random Hunter oder Skins einfach nur anders verteilt?
Wenn das so wäre, wäre ich auch fein mit. Reward alongside the Centenary Mosin. Hier sieht man, das ist Plus. Also der Skin kommt mit der Mosin. Bei Willa Thomas, bei Prestige 9, steht nichts davon wegen dran. For players who have already completed Prestige levels, all rewards added to the track are granted retroactively, so there is no reason to wait for the launch to advance your progress. Wenn ihr schon Prestige 100 seid, ihr bekommt einfach alles direkt. Ich frage mich nur echt, wie das ist, weil es mir gerade kommt bezüglich Kompensation, weil ich die Trials gemacht habe. Boah, wäre krass, wenn ich einfach die Bloodbones wiederbekomme. Damit wäre ich fein. Damit wäre ich okay. Weil ich mich gerade erinnere, weil einer in die Kommentare geschrieben hat. Ich glaube nicht, dass uns aber die Skins weggenommen werden. Also wenn man jetzt Prestige, wenn man noch gar nicht Prestige hat, sag ich mal, und ab Level 55 kriegt man dann die Tatufei, sag ich mal, den Spectre Bayonet Skin aus den Trials. Ich glaube nicht, dass der einem weggenommen wird. Ich hoffe es mal. Wäre nämlich schon Welcome Wenn, wäre jetzt auch nicht so schlimm, wäre aber auf jeden Fall nicht cool. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Ich glaube, dass es dann so ist, dass man, wenn ich dann Prestige 65 erreiche, oder 55, was auch immer halt, ne, wo man es halt kriegen würde, dass ich einfach nochmal halt eine Kopie kriege einfach. Aber nicht, dass es nicht den Unlock, weil den habe ich ja schon. Ich glaube nicht, dass es einem weggenommen wird. Das glaube ich nicht. The Centenary. Und wenn doch, dann wäre es auf jeden Fall nochmal ein wacker Move. We hope you enjoyed this preview of Hunter Recruitment and the short look at new progression goals. We'll be back soon with more game mechanics and balancing changes coming with our August launch. Keep an eye out for more videos and social channel updates. Dann machen wir nochmal ein kleines Fazit. Ich habe schon wieder ewig lang geredet, werde es aber ordentlich unterschneiden. Mir gefällt einiges an der UI nicht, was man hier gesehen hat. Der Loadout-Screen ganz besonders. In jederlei Hinsicht, also der Loadout-Screen, wenn ich mir die Hunter auswähle. Der Preset-Loadout-Screen ist schrecklich. Und ich hoffe wirklich sehr, dass diese Rookies uns keine random Skins wegnehmen, sondern dass es einfach nur verrutscht. Weil wenn die das wirklich einfach ersetzen, finde ich das echt richtig scheiße. Auch wenn diese Upgraded-Visionen cool aussehen, die wir 15. August nicht haben und nicht wissen, wie wir die bekommen, mir sind diese random Legendary Skins lieber als das da. Als Hunter-Skins, die ich vorher mir einfach so als Rekruten kaufen konnte. Klar, dann war es Glückssache, ob ich diesen Rekruten bekomme oder nicht. Aber juckt. Gibt genug coole Skins. So, gibt genug coole Hunter-Skins. Aber auch, um die positiven Sachen zu nennen, dass die Trials-Sachen eben ins Prestige-System kommen, finde ich cool. Ist aber auch zu erwarten. Ich hoffe sehr, dass uns da nichts weggenommen wird, wenn man nicht das Prestige-Level hat. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Wenn ich es doppelt bekomme, bin ich damit fein. Ich habe nichts dagegen, wieder Bloodbones zu kriegen. Und einfach das Beste in diesem Video ist halt wirklich, dass man Custom Ammo jetzt halt immer freigeschaltet hat. Das ist einfach mit Abstand das Beste und macht Prestige sehr viel attraktiver. Ja, genau. Bin jetzt gespannt, wie ich das runtercutten werde. Aber ja, habe ich ganz am Anfang des Videos gesagt, dass ich das schnell machen möchte. Ich krieg das nicht hin, Leute. Leute, wenn ihr Videos von mir schaut, diese Talk-Videos, die dauern einfach Ewigkeiten. Deswegen werde ich jetzt auch einfach aufhören.